Ja, also es geht um einen Live-Tracker, so habe ich den Tracker genannt, der als GPS-Tracker ist. Ich will jetzt gerade mal kurz meine Firma vorstellen, weil ihr kennt jetzt Q-Track, habt einige Tracker schon in Verwendung und Infostars habe ich gehört. Und wer bin ich? Also meine Firma ist Hartl Consulting. Mein Firmensitz ist in Tirol, in Vomp, im Bezirk Schwarz. Ich bin ein Zillertaler, als Stumm im Zillertal. War 4 Sommer als Bub auf Alm, kenne mich also recht gut aus auf Almen. Habe von der Firma her jetzt hab ich ein Ingenieurbüro und habe jahrzehntelang Erfahrung im Bereich von Planung. GPS, habe bei den Vorarlberger Kraftwerken als Vermessungstechniker gearbeitet und bin durch eine Anfrage von Bauern auf das Trecken von Kühen gekommen und habe letztes Jahr angefangen, das Produkt zu entwickeln. Ich arbeite sonst im Planungsbereich für die Wildbach- und Lawinenverbauung, für die ÖPP, für Gemeinden, für Skigebiete, für Stadtwerke und Landwirte. Meine Dienstleistungen sind Sensortechnik, also nicht nur GPS-Tracker, sondern Sensortechnik in allen möglichen, wie zum Beispiel Autozählung, Wetterstationen, Hochwasserüberwachung und so weiter. Dann ja, mache ich viel GPS-Vermessung für Verkauf-GPS-Geräte mit Zentimeterbereich. Und mache auch Schulungen, mache geografische Informationssysteme für Gemeinden und für Skigebiete und Datenmanagement und mache Planungen, zum Beispiel auch in dem Fall sich mit ein bisschen eine Lawinenverbauungsplanung. Warum soll man jetzt so einen GPS-Tracker für Schafe oder Ziegen in dem Fall verwenden? Ihr wisst es eh schon, die schon Erfahrung damit haben. Also einfaches Auffinden der Tiere ist da wichtig, das ist sofort zig. Bei Nebel, bei schlechter Sicht oder ich kann die Glocken vielleicht nicht hören oder die Schellen. Dann Aufzeichnung von den, wenn ich die Daten aufzeichne, kriege ich auch die Kilometerleistung, also wie gesund das Tier ist. Also wenn es jetzt mehr geht, dann ist es gesunder. Wenn es jetzt nicht mehr geht oder wenig geht, dann muss irgendwo ein Problem sein oder kann ein Problem sein. Das sieht man da. Und dann kann ich eben auch schauen, wo waren die Tiere, gibt es da Gefahrenstellen, kann eben auch die Gebiete eben einschränken, wo die nicht hingehen soll, oder ich kriege zumindest Informationen dafür. Wie funktioniert das GPS-Tracking? Also GPS selbst kennt eh schon ziemlich jeder, oder? Es ist im Prinzip ein räumlicher Rückwärtsschnitt von den Satelliten zum GPS-Gerät. In dem Fall ist es der Tracker am Schaf. Das sieht man da. Ich brauche mindestens 3 Satelliten, dass ich eine Lage bekomme, 4 die Höhe und es sind aber ziemlich viele GPS-Satelliten am Himmel. In dem Fall gibt es GPS von den Amerikanern, GLONASS von den Russen, Galileo von den Europäern und Beidou von den Indern. Wir verwenden jetzt aber GPS und GLONASS. Die GPS-Position wird vom Schaf sozusagen ermittelt. Mit dem Tracker. Die wird dann über ein Handynetz, über GSM oder über ein LoRaWAN-Netz, ist neu jetzt, übers Internet dann in eine Datenbank geschickt und von dort kann man es dann wieder raus über Programm visualisieren und schauen und die Daten auswerten. Die Sensoren, die ich verwende, die haben nicht nur GPS, nicht nur die Lage, sondern die haben auch andere Sensoren, wie Temperatur zum Beispiel, einen Bewegungssensor und es wäre da die Batterieladestand, der Batteriestatus übermittelt. Welche Techniken haben wir da? Wir haben eben die modernste Technik in meinen Geräten, das Narrowband IoT. Das ist nicht so wie normale Daten, wie man es bei den Handy kennt, sondern es wird da in einer ganz eine geringe Bandbreite werden da die Daten übermittelt und durch das braucht es wenig Energie. Also es
verwendet das Handynetz und sendet über ganz eine geringe Bandbreite die Daten. Es ist eine sehr gute Netzabdeckung, besser als die Netzabdeckung vom normalen Handy. Man hat aber monatliche Kosten vom Handybetreiber, vom Netzbetreiber. Die zweite Technik ist LoRaWAN. LoRaWAN ist ziemlich jung, es gibt es erst ein paar Jahre. Dort braucht es ein Gateway. Das Gateway empfängt und schickt die Daten und die schickt es dann ins Internet und von dort kann man es dann wieder in der Datenbank schicken. Also die braucht da kein, also nur dort, wo das Gateway steht, brauche ich ein Handy, eine Netzverbindung und habe keine Kosten für die, für den Netzbetreiber wie A1 oder 3 oder sonst was. Die Sensoren, die ich verwende, haben ein wetter- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes, robustes Gehäuse, IP67. Und das ist speziell bei den Schafen ist jetzt nicht so tragisch. Da muss nur wasserdicht sein, aber bei den Kühen, die gehen ganz schön rau damit um. Da ist zum Beispiel ein Sensor in Aktion, also das ist die Loralm in der Nähe von Nassereit. Da wo ein Schaf bestückt von mir mit, das sieht man da auf der rechten Seite, mit einem Sensor letzten Sommer. So schaut es in der Nähe aus. Also ich habe da einen Sensor mit, so schaut der wiegt 100 Gramm, hat ein robustes Gehäuse, wo ich einen Gürtel herum oder zum Beispiel ein Lederband von der Schelle und es schmiegt sich am Hals an, sollte möglichst weit oben montiert werden oder halt, es bleibt dort, wo es ist, damit der GPS-Empfang gut ist. Der Handy-Empfang oder LoRaWAN-Empfang ist sonst auch relativ gut, aber im GPS, umso weiter oben das ist, umso besser ist es. Bei den Kühen, die Kuh heißt Alma, die hat das ein bisschen weit unten. Ich hätte es lieber ein bisschen weiter umgegangen gehabt, aber es hat ganz gut funktioniert. Um die Daten zu analysieren und zu sehen, braucht es Software. Und die Software stelle ich jetzt kurz vor. Also wir haben Software mit österreichischen Daten. Also die Software hat die Basemap hinterlegt. Man sieht die Position, das ist der grüne Punkt. Wenn ich draufklicke, sehe ich die Route, die das Tier gelaufen ist und sehe ja die letzte Meldung und wie viele Kilometer das zu dem Abfolgezeitraum heute, gestern oder in einem bestimmten Zeitraum unterwegs war. Ich habe auch die Basemap mit den Schichtlinien. Da ist es fein, wenn man in der Alm unterwegs ist, dass man vielleicht nicht gerade über den Berg drüber geht, sondern entlang der Schichtlinie. Das hilft, kann da zoomen. Und dann habe ich auch Ortofoto, das sind die österreichischen Ortofoto von allen österreichischen Ländern zusammengefügt in einen Datendienst und den haben wir eingebunden. Neben den Daten der Position schickt auch das Gerät Daten der Batterie mit. Da sieht man Batteriestand, Daten der Distanz für den Zeitraum und in dem Fall das GSM-Handy, das naja, bei der ID-SIM, die schickt auch die Temperatur mit und da kann man den Temperaturverlauf sehen. Das heißt, wenn das Tier gejagt wird, wird es ein bisschen wärmer werden und das sieht man dann auch. In dem Fall ist bei mir relativ kalt gewesen, weil der Sensor vor dem Büro gelegen ist mit minus 15 Grad. Da war es ein bisschen. Die zweite Technologie ist die Datenübermittlung mit LoRaWAN. Also da habe ich jetzt sind die Almen nicht also im Betrieb. Ich bin da mit den Ski nach Hochfilm gefahren. Dort habe ich ein Gateway im Betrieb und dort sieht man eben, wie ich mit dem Lift gefahren bin und mit der Piste und da habe ich dann alle halbe Stunde mal die Daten übermittelt, damit man ein bisschen was sieht. Man sieht das auch mit den Schichtenlinien, mit dem Autofoto. So, da habe ich den Sendemast von Land Tirol und von der Schneehöhenmessung verwendet und dort das Gateway, das rauf montiert und überall, wo man da hinsieht, ist auch der Empfang und die Sendemöglichkeit. In dem Fall hat es bis hinten ins Zillertal aus circa 8 Kilometer gesendet. So schaut der Trecker aus, wenn man das anschaut.
Das ist ungefähr der Bereich, der abgedeckt wird mit dem Gateway. So schaut das Ganze aus, wenn man die Daten exportiert. Wir können das dann als KML exportieren. Und wenn man das dann in Google Earth anschaut, schaut es so aus mit den Informationen auf den Punkten. Ich zeige das jetzt live her. Es gibt Benutzer und über die Benutzer kann dann jeder seine Daten anschauen. Er kann dann einen Namen vergeben. In dem Fall, ich war am 14. noch Fügen Skifahren. Wenn ich draufklicke, sehe ich, da bin ich an dem Tag oder halt das Schaf wäre an dem Tag 58 Kilometer unterwegs gewesen. Das ist der letzte Zeitpunkt vor heute jetzt. Also was gesendet hat. Da sieht man eben den Verlauf, wie das gewesen ist. Und die kann die Daten aus- und einschalten, also in dem Fall die Schichtenlinie, Ortofoto, Basemap und so weiter. Wenn ich draufklicke, geht es dann zu den Daten, die noch mitgesendet werden. In dem Fall kann ich zum Beispiel wieder den 14. auswählen. Sieht da die Batterie, ich kann da einen Namen selbst eingeben, was ich will. Die Distanz, das heißt, jede Distanz ist ein Datenpunkt und sieht, wie der Verlauf ist. Und ich sehe auch, wenn das Tier wann, wie weit gegangen ist. Dann sehe ich die Temperatur, die zu dem Zeitpunkt war. Also bei uns war es da ziemlich kalt. Man kann das nachher nochmal anschauen. Wenn man die Daten drin hat in der Datenbank, kann man die als KML-Datei exportieren. Man kann sie dann mit Google Earth, ich weiß nicht, wer das alle kennt, ist ein kostenloses Programm, kann man installieren, kann man praktisch doppelklicken, anklicken und dann macht es die Datei auf. Und die sieht dann in 3D. In dem Fall ist da unten ist schwarz, da war nie. Und am Gegenhang ist die Alm, da wo die Kühe sind. Und da kann ich ja bei den Daten dann draufklicken, sieht die Braunelle ist um 10:15 Uhr am 5.7. bei 25 Grad ist die da gewesen. Ist ein bisschen eine Spielerei, aber man kriegt doch ein bisschen ein Überblick, wo die überall waren. Das heißt, die grasen, denn sie da hauptsächlich auf der Piste und wenn sie zu heiß ist, gehen sie da im Wald. Peter, Präsentation. du hast da gerade einen Chat gekriegt, da hat jemand geschrieben, kannst du bitte mal ins Ortofoto hineinzoomen? Hat da jemand geschrieben im Chat. Wo, also bei der Anwendung, oder wo? Er hat nur geschrieben, ins Ortofoto hineinzoomen. Also Ja, genau. das ist in Google und bei der Anwendung ist es nochmal. Also hier ist jetzt geschlossen. So. Ich gehe jetzt gerade nochmal als anderer Benutzer ein, dass man sieht, wenn man mehrere Tiere hat. Kann man zum Beispiel, hat man mehrere Daten. Ich gehe jetzt nochmal zum 14. Da ist also von mir vor der Haustür, wenn man da jetzt das Autofoto einschaltet, würde es jetzt so ausschauen.
Also man kann jetzt ziemlich weit reinzoomen, da sieht man die Häuser und alles. Sieht da die Basemap, bei der Basemap sieht man die Hausnummern. Aber oben auf der Alm ist das dann interessant, wo ich dann die Berg sehe und die ganzen Daten. Ist das, war das das, was derjenige sehen wollte? Wahrscheinlich. Es ist relativ weit weg. Hochfügen, ne? Das ist über den Berg drüber. Gut, dann müssen wir mal weg. Also wenn man LoRaWAN einsetzt mit einem Gateway, da kann man nicht nur die GPS-Daten von dem Schaftrecker nutzen, sondern man kann auch andere Sensoren, wie zum Beispiel Wassersensoren, für wenn man ein Problem hat auf der Alm, dass man zu wenig Wasser hat, kann man das überwachen mit einem Sensor. Dann Wetterstationen. Man sieht im Hintergrund hätte das war jetzt zum Beispiel eine Wetterstation. Dann das wäre jetzt ein Sensor, wo ich zum Beispiel überwachen kann, wenn jetzt jemand in die Almhütte reingeht, dann schlägt der Sensor an, dann kann ich sagen, wenn da wer reingeht, schickt es mir SMS. Dann Türsensoren zum Beispiel für Gatter, ob das Gatter auf oder zu ist oder und so weiter. Also da gibt es jede Menge Sensoren. Jetzt zu den Preisen, das interessiert wahrscheinlich den meisten jetzt da. Also wir haben eben zwei Modelle sozusagen. Ein Modell mit SIM-Karte, mit Narrowband-IoT. Das Gerät hat die Größe, also das hat 100 Gramm, sehr klein. Drei Stück AAA-Batterien, würde 150 Euro kosten mit einem 75 € Förderung würde dann 75 € für den Schafbank sein. Ne? Die Betriebskosten für die Folgejahre im ersten Jahr ist die Software, die Daten und so weiter. Da in den Folgejahren wäre es 24 € pro Jahr. Eine Menge Rabatt gibt es ab 5 Stück. Senden würde das Gerät dann alle 2 Stunden und in der Nacht würde es schlafen legen. Der neue Trecker von der gibt es ab Juli leider. Zu spät für die Saison, der würde dann alle Stunden für 2 Jahre mit einem Batteriesatz senden, also extrem viel besser. Die zweite Technologie ist die LoRaWAN-Technologie. Das Gerät schaut gleich aus wie das, ist komplett dasselbe Gehäuse. Das ist günstiger, es kostet 105 € gefördert, abzüglich der Förderung wäre es 30 €. Die Betriebskosten sind günstiger, eben 15 €. Ich kann die dann wahrscheinlich noch ein bisschen reduzieren, aber eine Menge Rabatt gibt es da auch, 5 Stück. Und da werden wir wahrscheinlich die neueste Technologie kriegen. Die ist dann ab Mai verfügbar, Ende April, Mai. Und die kann mit zwei AAA-Batterien 3 Jahre lang jede Stunde senden. Also das ist dann möglich, weil es da einen neuen Chip gibt. Zusammenfassend, also die GPS-Tracker senden die Daten. Wir haben ganz eine einfache Software, bewusst so einfach wie es geht, dass sie jeder bedienen kann, ohne dass er irgendwie eine Schulung machen muss. Am PC und am Handy. Am Handy schaut sie so aus. Ist eben responsive und kann man genauso bedienen, weil ich muss ja oben nachher in der Alm das Tier wiederfinden. Die Daten, also normal, damit man gute Kilometerleistung erkennen kann und was passiert und da schauen kann, wo die überall war, ist 1 Stunde wäre gut. Beim GSM-Modul habe ich jetzt 2 Stunden, würde 2 Stunden einstellen. Und in der Nacht das ruhen lassen. Bei dem LoRaWAN kann man mit 1 Stunde die ganze Saison senden und die Batterie schafft es. Und mit den neuen Geräten geht es natürlich noch besser, aber da ist nicht ganz sicher, ob die zur Weidezeit da sind.
Ich kann einen Bewegungsablauf sehen und die Kilometer sofort sehen. Ich kann Daten exportieren dann, damit sie gesichert sind als KML. Ich habe eben einen GPS-Tracker, den ich verwenden kann, wo kein Netz ist von Handybetreiber. Ich habe die neuesten Technologien, Narrowband, IoT und LoRaWAN. Und durch das hat man geringen Stromverbrauch und lange Batterieleistung. Ja, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und wenn es Fragen gibt, gerne.